Thank you.
Ja, ich bin Tusnelda Merci. Ich bin Pascal Meridi. Wir sind die künstlerische Leitung der Tanzstation Barmer Bahnhof und haben auch unsere eigene Kompanie, Kompanie Meridi Merci, auch in Wuppertal. Diese Idee von Soli Katz Urban hat uns nach Remscheid gebracht, weil wir das mit der Stadt Remscheid zusammen, weil wir gefördert worden sind vom Bergischen Kulturfonds und wir uns Remscheid ausgesucht haben als Partnerstadt. Im Pendant zu Wuppertal-Barmen. Das heißt, wir haben ein Soli-Cut-Urban in Remscheid und ein Soli-Cut-Urban in Wuppertal. Wir sind auch gefördert von der Stadt Wuppertal und von der Dr. Werner Jagstedt-Stiftung. Das Gemeinsame der beiden Städte ist vor allen Dingen diese Idee von dem Beleben der Innenstädte. Also in Wuppertal ist noch spezifischer nur in Leerstelle und die Idee war halt hier in Remscheid zu sehen, wie man nochmal sich expandieren kann in die Innenstadt. Wie man kann sich mit seinem Körper anders bewegen in einer Innenstadt, die schon so sehr belebt ist, aber auf verschiedene Art und Weise. Ne? Und es ging natürlich auch in dieser ganzen Corona-Zeit zu versuchen, wieder Kontakt zum Publikum zu bekommen, Kontakt zu den Menschen, wie man wieder Tanz und Kunst und Menschen in einer Live-Version auch wieder zusammenbringen kann, was ja die letzte Zeit sehr schwierig war, sehr frustrierend, sehr traurig. Und wir haben natürlich alle Lösungen gefunden, über digitale Art und Weisen weiterzumachen. Aber es ging uns auch wieder darum, wie können wir in diesen ganzen verschiedenen Regeln und alles, wie kann man trotzdem nochmal Live-Sachen machen und aktiv werden. Und auch die Leerstände für uns war auch einfach das soziale Leben, wie kann man Tanz, Kunst und Soziales auch auf irgendeiner Weise zusammenbringen.